Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, heiratet die liebevollen und viel gebärenden Frauen. So wie, woher will ich wissen, ob diese Frau viele Kinder bekommt oder nicht? Ja, man sagt, man schaut sich die Familie an. Ja, wenn die Mutter auch viele Kinder hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihre Tochter auch viele Kinder bekommt. Muss natürlich nicht sein. Es kann sein, dass sie gar keine Kinder bekommt oder dass der Mann keine Kinder zeugen kann. Aber es geht darum, man soll auf jeden Fall versuchen, viele Kinder zu bekommen. Ja, das ist etwas, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefordert hat. Und heutzutage verstehen wir auch, warum. Nicht nur früher. Man macht sich ja, die angeblich fortschrittliche Welt macht sich ja lustig über die ärmeren Länder. Ah, guck mal, die kriegen viele Kinder. Ja, und jetzt wissen wir, bitteschön, jetzt brauchst du jedes Jahr, Allahu a'lam, wie viele tausende Einwanderer. Ja, warum? Weil die Gesellschaft keine Kinder bekommt. In China zum Beispiel, die haben ein Riesenproblem. Ihr wisst ja, die haben ja diese Ein-Kind-Strategie-Politik gehabt. Ja, jetzt haben sie den Salat. Ja, eine veralternde Gesellschaft. Und deswegen findest du, es gibt kein Gebot im Islam, das nicht Sinn macht. Jedes Land versucht, mach mal das, mach mal dies, mach mal jenes, versuchen wir mal dies, versuchen wir mal das, versuchen wir das. Und wir haben Gebote schon von über 1400 Jahren, die jetzt ganz aktuell sind. Woher wollte der Prophet das wissen, sallallahu alaihi wasallam? Wie will er denn das wissen? Alayhi salatu wassalam. Und deswegen, dass Menschen Kinder bekommen, ist etwas Wichtiges. Und dass gesagt wird, es gibt keinen Platz mehr auf der Erde, das ist ja die größte Lüge, die es überhaupt gibt. Also die Erde ist riesig und die Flächen sind riesig. Und Essen gibt es auch genug. Armut, es heißt ja immer, ja, aber die Hungersnot und so weiter. Hunger gibt es nur, weil die reichen Länder nicht zulassen, dass die armen Länder unabhängig werden. Deswegen gibt es Hungersnot. Das haben wir tausendmal erwähnt. Lass den Sudan anbauen, wie er will. Nein, lieber machen wir Kriege jetzt im Sudan. Lass die nie zur Ruhe kommen. Die sollen sich lieber abschlachten. Finanzier mal den und finanzier mal den. Hauptsache, die kommen nicht zur Ruhe. Und so in allen anderen Ländern. Und dann aber vor allen Leuten den Noblen spielen. Ja, wir sind für Frieden. Auch die Armen, die verhungern. Ja, dann mach nicht diese Politik und lass die Menschen in Ruhe in ihren Ländern. Lass sie anbauen, was sie anbauen wollen. Aber das ist halt die Regel immer, der Stärkere, der erlässt die Gesetze und der macht, was er will. Ihr wisst ja, dass ob in Amerika oder auch in der EU, es wird Essen ins Meer geworfen. Also wirklich, nicht jetzt, also im übertragenen Sinn. Essen wird ins Meer geschüttet. Warum? Damit der Preis bleibt. Gibt es doch den Armen. Ja, dann sind die ja gar nicht mehr arm, dann kann ich die ja nicht mehr erpressen, dann sind die ja nicht mehr abhängig von mir. Aber warum lässt Allah dann das zu? Das sind noch muslimische Länder. Ja, weil Allah Azza wa Jal möchte, dass du zurückkehrst zu Allah. Dem Muslim gibt Allah die Dunya, wenn er zu Allah zurückkehrt. Dem Kafir gibt Allah die Dunya, wenn er nicht zu Allah zurückkehrt. Beide kriegen die Dunya. Der Muslim aber kriegt sie als Belohnung. Der Kafir kriegt sie als Versuchung. Und deswegen, Allah Azza wa Jalla ist imstande, dass die Muslime, dass es ihnen super geht, aber dann sollen sie auch Muslime sein. Dann sollen sie als Muslime leben. Alhamdulillah, Alhamdulillah, die Umma, ihr geht's gut. Ist krank, aber sie verbessert sich, erholt sich. Wallah alhamdulillah minna. Ja, die Muslime beschäftigen sich mehr mit dem Islam, es werden immer mehr Muslime. Wallah alhamdulillah minna. Ja, das ist etwas Schönes, aber es ist nicht genug. Krank ist man immer noch.